und herzlich willkommen zu diesem Video. Ist dir aufgefallen, dass in den letzten Monaten ganz schön oft über die Schule berichtet worden ist und dass ganz viele Menschen, ganz viele unterschiedliche Menschen auch dazu was gesagt haben? Schüler, Ex-Schüler, Eltern, einfach wirklich unglaublich viele Menschen, Gehirnforscher, Philosophen und dergleichen was gesagt haben. Nur du nicht, nur du bist nicht vorgekommen. Und ich finde das immer ganz schlimm, wenn ganz oft über die Schule gesprochen wird und du als Lehrer gar nicht vorkommst. Und ich fand das schon damals ganz schlimm, als ich selbst Lehrerin war, und fand das total blöd, dass es so ist. Und ich finde das auch jetzt nicht so toll. Ich finde es jetzt überhaupt nicht gut. Und deswegen habe ich jetzt eine Idee, wie wir das Ganze auch ändern können, damit du zu Wort kommst, damit du auch mal deine Stimme erhebst und sagst, wie es wirklich ist. Also ganz Klartext redest. Und dazu habe ich jetzt wirklich, dazu möchte ich dir auch sagen, also meine Idee jetzt mal vorstellen. Es ist so, dass du jetzt die Möglichkeit hast, deine Meinung, deine Gedanken und auch deine Geschichte, wenn du magst, zu erzählen, dazu, wie du die Schule findest, was dich an der Schule nervt, was dich am Lehrerberuf nervt und was dich am Beamtensystem nervt. Das kannst du jetzt tun. Auf meiner Seite kannst du das tun. Und das tust du anonym natürlich, ganz klar. Das machst du anonym, denn ich weiß, dass es viele Paragraphen gibt, wie zum Beispiel der Paragraph 70 Bundesbeamtengesetz, dass du nur sprechen darfst mit den Medien, wenn die Leitung der Behörde das entschieden hat. Und es gibt ja auch viele andere Paragraphen, die deutlich machen, dass du als Beamter deinen Dienstherrn nicht schaden darfst und ja, so weiter. Deswegen läuft das Ganze auch anonym. Also da brauchst du keine Angst zu haben. Es ist alles anonym. Ich weiß es, ich kenne es, das Problem. Dementsprechend mache ich auch nichts, was dazu führen könnte, dass du ein Problem hast, ganz klar. Und wie machst du das jetzt? Indem du einfach auf meine Seite gehst. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Da findest du den Link und dann gehst du auf meine Seite. Ist auch gar nicht so schwierig. Die Seite heißt ja so wie ich, also victoriagorbani.de. Und wenn du da bist, dann siehst du ja oben die Menüleiste und da ist dann ein Menüpunkt Blog. Und wenn du dann da drauf gehst, siehst du, dass dann ein Unterpunkt jetzt da ist. Und dieser Unterpunkt ist deine Stimme. Und da kannst du dann draufklicken. Und wenn du dann draufklickst, dann kommst du auf eine andere Seite. Und die Seite ist dann so aufgebaut wie ein Kontaktformular. Und da kannst du deinen Text dann einfügen und mir zuschicken. Und ich werde dann deinen Text genauso, wie du ihn mir schickst, dann auch veröffentlichen. Also ich werde daran nichts ändern, nichts tun, gar nichts. Ich werde den Text genauso eins zu eins dann veröffentlichen. Und lass dich bitte nicht beirren, weil dieser Kontaktformular ist so aufgebaut wie ein Kontaktformular. Also da steht auch Name und auch E-Mail-Adresse. Du musst diese Sachen nicht ausfüllen. Das sind keine Pflichtfelder, wie das der Fall ist bei dem Kontaktformular, wenn du mir wenn du mit mir in Kontakt aufnehmen möchtest und mir dann dein Problem schilderst oder deine Frage, was auch immer. Da willst du ja eine Antwort von mir haben, deswegen ist es klar, dass ich deine E-Mail-Adresse brauche. Hier steht das zwar da, aber es sind keine Pflichtfelder. Du brauchst die nicht auszufüllen, wenn du es nicht willst. Wenn du sie ausfüllst, dann ist es natürlich so, dass ich dir ganz klar auch eine E-Mail schreiben werde und dir auch etwas zukommen lasse, was dich aus der Situation, in der du bist, dann herausholt oder dir weiterhilft, den nächsten Schritt zu machen für dich. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch unterhalb deines Textes auch schreiben, in welcher Form, deine Schulform und dein Bundesland. Aber auch das brauchst du nicht zu tun, wenn du das nicht machen willst. Es ist nur ganz nett, wenn du es machen würdest, denn dadurch wird auch nochmal deutlich, dass die Problematik, die da ist, einfach nicht schulformspezifisch oder bundeslandspezifisch ist, sondern übergreifend ist, weil nun mal das Schulsystem und das Beamtensystem ja auch nicht auf ein Bundesland bezogen ist, sondern übergreifend ist. Also das ist das, was du machen kannst, und es wäre total cool, wenn du es machst. Einfach aus drei Gründen fände ich das total gut und möchte dich wirklich dazu motivieren, das zu tun. Denn es ist echt an der Zeit, dass du als Lehrer zu Wort kommst und einfach mal Klartext sprichst und deine Stimme erhebst, und das auf einer Form in einer Form, die dich persönlich auch dann nicht angreifbar macht oder dich persönlich auf irgendeine Art und Weise dann in ein Problem stürzt. Und das ist dann nicht der Fall, weil es komplett anonym ist, denn ich kenne dich natürlich nicht und ich weiß ja nicht,
nicht, wer du bist und kann dementsprechend das Ganze eh nicht zuordnen, wenn du mir deine Geschichte und deine Meinung und ja, deine Gedanken kundtust. Also übrigens, wenn du jetzt kein Lehrer bist und Beamter bist, Polizeibeamter, Bundesbeamter, Finanzbeamter, Zollbeamter, was auch immer Beamter bist, kannst du es natürlich genauso machen. Also da lade ich dich herzlichst dazu ein, es zu tun. Also auch da zu schreiben, was dich an dem Beamtensystem stört, was dich da nervt und was da die Problematik ist, dass du da auch deine Meinung, deine Gedanken und deine Geschichte natürlich mir schicken kannst und ich werde natürlich auch das Ganze veröffentlichen. Denn ich weiß ja von den E-Mails, die ich bekomme und auch die Kunden, die ich habe, dass es eben nicht nur lehrerspezifisch ist, das Beamtenproblem, sondern eben auch andere Beamten betrifft. Warum auch nicht, weil das Beamtensystem ist ja nun mal auch, betrifft ja alle. Es gibt lehrerspezifische Sachen noch aufgrund des Schulsystems, aber das Beamtensystem ist ja für alle gleich. Es ist das Beamtensystem. Also die Freistellung brauchen alle, egal was sie sind. Ja, also das auch nochmal dazu und genau, warum sollst du es überhaupt tun? Also vielleicht denkst du dir ja, was bringt das überhaupt, wenn du es tust und wenn du es anonym tust, dann hat es ja gar keinen Sinn. Doch es hat enorm viel Sinn, es macht wirklich, wirklich extrem viel Sinn, wenn du es tust, denn abgesehen davon, dass du erstmal dich selbst mal freischreibst und einfach mal deine Meinung sagst und einfach mal das Ganze auch veröffentlichst und ganz offen und klar sagst, was dich nervt, was dich stört und was einfach dich persönlich auch jeden Tag auch extrem an deine Grenzen bringt, wenn du das einfach mal ganz klar textmäßig vollkommen aus dir rauslässt, schon allein das wird dich unglaublich befreien. Das ist unfassbar befreiend. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass das natürlich ganz, ganz toll ist, auch für andere Lehrer, für andere Beamten, die das lesen. Dann merken sie, ach, sie sind ja nicht die Einzigen, sondern es gibt viele andere, die genauso denken. Das motiviert sie, das ermutigt sie natürlich auch, ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Gedanken zu schreiben. Und das generell führt dazu, dass natürlich auch alle viel, viel offener damit umgehen und das Ganze auch viel offener und klarer auch kommunizieren. Und da ist natürlich eine Verbundenheit da und das bestärkt und auch viele andere, die dann eben deine Gedanken, Meinung und Geschichte lesen. Das ist schon mal das andere. Punkt 3 ist es ist auch für mich total cool, wenn du das machst, denn natürlich spreche ich auch mit der Außenwelt, also mit Journalisten oder auch mit Politikern. Ich habe vor einigen Monaten mit einer Politikerin Kontakt aufgenommen und auch mit ihrem Referenten gesprochen. Es ist dann natürlich immer ganz cool, wenn da diese Geschichten da sind, die einfach auch deutlich machen, was die Probleme tatsächlich sind. Denn natürlich ist es so, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder wenn ich mit Kunden arbeite, dass das einfach eine ganz vertrauliche Angelegenheit ist und dass das niemals rausgeht. Also es ist klar, logisch. Wenn du mir deine Geschichte anonym schreibst und anonym das Ganze veröffentlichst, dann ist das eine ganz andere Sache, weil ich kenne dich nicht, weiß nicht, wer du bist. Und das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit auch da, das Ganze natürlich dann auch andererseits auch zu zeigen und deutlich zu machen, weil einfach alles anonym ist und keiner weiß, wer du bist. Und es ist einfach auch viel, viel einfacher und viel besser für alle Beteiligten so. Dementsprechend ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Du hast die Möglichkeit, dich frei zu sprechen und einfach zu sagen, was Sache ist und machst auch deutlich für die Außenwelt, dass eben weitaus mehr da ist als das, was immer in den Medien steht und was wirklich nur an der Oberfläche kratzt, aber niemals in die Tiefe geht, wie auch, ich meine, nur du als Lehrer weißt ja, was da eigentlich Sache ist und alle anderen wissen es ja nicht, weil sie es ja nicht gemacht haben. Also ein Schüler weiß ja nicht, wie der Lehrerberuf ist. Also logisch, ein Gehirnforscher genauso wenig und Philosoph auch nicht. Also, nimm dieses Angebot an. Ich würde mich total freuen, wenn du es machst und du tust dir selbst damit einen Riesengefallen, weil du dich einfach mal freisprichst und einfach mal Klartext sagst, was Sache ist. Und das ist wirklich an der Zeit, dass du das als Lehrer machst. Also geh auf meine Seite, schreib dich da frei und schick mir das zu und ich werde das dann anonym veröffentlichen. Ich freue mich auf deine Meinung, auf deine Gedanken und auf deine Geschichte und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!